Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es knistert schon. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Anpfiff hier ertönt. Die Spieler müssten eigentlich jeden Moment aus den Kabinen kommen. Und jetzt das Spiel Deutschland gegen Frankreich. Hier ist Marco Hagemann und bei mir ist unser Experte Hansi Küpper. Hallo Marco, ich hoffe, dass wir beide und die Zuschauer heute Zeugen eines denkwürdigen Spiels sein werden. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Er hat ihn einfach stehen lassen. So jagt man heute den Ball. So rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Lacazette hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Versucht, wie der sich hochschraubt. Wie großartig ist dieser Treffer? Sensationell von André Schürrle. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. Deutschland steht für Konterfußball vom Allerfeinsten und hier haben sie es wieder mal bewiesen. Was für ein Auftakt. Und weg ist er. Versucht den Pass da ab in Richtung Tor. Start aus. Mario Götze startet im richtigen, genau im richtigen Moment, im Bruchteil einer Sekunde. Er steht nicht im Abseits. Und damit steht es 2:0. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Dembélé spielt den Ball. Hector, einfach mal nach vorne gedroschen. Mesut Özil, da geht er durch. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Schürrle guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Sucht seinen Mitspieler. Mario Götze. Hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Er trifft ihn. Was für ein Weltklasse-Treffer. Sie haben den Ball erobert, sie haben Blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Er bringt ihn in die Mitte. Und er ist zur Stelle. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Conte gewinnt den Ball für sein Team zurück. Jetzt könnte was gehen. CDB, lang und weit gespielt. Schön zu sehen, wie mannschaftsdienlich er das macht. Von Zeit zu Zeit kommt er immer wieder mit zurück, um die Verteidigung zu unterstützen. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten Abwehrspieler. Müller. Großartig von Thomas Müller.
Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Wie blank der da steht, also der konnte sich an die Ecke aussuchen. Müller, völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch, so wie in dieser Situation. Und mit einer 2-Tore-Führung geht's nun weiter. Jetzt sieht es richtig gut aus, aber die endgültige Entscheidung ist das noch nicht. Jetzt aber! Einfach spitze, wie er den entschärft. Und sie schlagen ihn raus. Versucht die Gasse zu finden. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er treibt den Ball durch. Und er macht ihn. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein Schießt ihn aufs Tor. Eine echte Gefahr für den Kasten. Die Aktion eigentlich klasse, aber ihm geht die Effektivität ab. CDB sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Das hier ist Lacazette. Spielt ihn lang. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Er hat ihn einfach stehen lassen. Wir haben einige Tore gesehen und wir haben eine Mannschaft gesehen, die jetzt im zweiten Durchgang aber mal so richtig gefordert ist. Komfortable 3-Tore-Führung. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Der Ball, der rollt wieder. Hier ist Schöne. Versucht den Pass da durch die Gasse. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Ballbesitz. Ja, genau, müsste Einwurf geben. Da flankt er den Ball. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Müller hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Müller. Ab auf die linke Seite. Achtung!
Mario Götze hat einfach einen ausgeprägten Torjägerinstinkt. Den haben wir ja schon gesehen. Sucht seinen Mitspieler. Da geht er durch. Flanke. Abschluss. Und drin ist er. Heute sind sie bösartig. Sie lassen nicht ab von ihrer Beute. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann innerhalb weniger Sekunden. Schöne. Und fast Nummer 6. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Richtige Entscheidung, Einwurf. Hier ist Schürrle. Er hält drauf. Verfehlt links sein Ziel. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Umtiti. Toni Kroos. Mal schön ihn über die Klinge springen lassen. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Schürrle. Hier ist Müller. Versucht den Pass da durch die Gasse. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Flanken könnte er. Der Befreiungsschlag. Toni Kroos. Mesut Özil. Raus auf die linke Bahn. Dembélé. Tritt das Gaspedal links außen aber mal richtig durch. Frankreich tut sich zurzeit schwer damit, den Ball zu halten. N'Golo Kanté. Umtiti. Er hält einfach mal drauf. Was für ein Hammer. Das ist jetzt eine ganz schwierige Situation für Sie, aber Sie müssen es weiter versuchen. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Sie müssen dranbleiben, dann geht vielleicht noch was. Und über die Seite. Er lässt sich in dieser Situation nicht zu Schulden kommen. Klasse, wie stabil er da geblieben ist. Sporté! Vom Torwart klasse geklärt. Sie müssen hier auf den Torerfolg drängen, überhaupt keine Frage. Und Schüsse aus der Distanz können ja vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Der Abschluss. Sané haut ihn weg. Über die Seite. Mondi hinterlässt auf der linken Außenbahn nur noch Griezmann. Nennen Sie das eigensinnig, nennen Sie es kopflos. Er hätte den Ball natürlich rausspielen müssen auf die linke Seite. So jagt man heute den Ball. Da kann er sich lösen. Der kommt an. Nicht im Abseits. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Toni Kroos.
Oh, da ist so viel Zug nach links. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Jerome Boateng. Versucht die Gasse zu finden. Der kommt richtig lang. Pogba. Versucht es mit dem langen Schlag. Lacazette. Hat die Kugel und er... Lacazette. Ist das ein langer Ball? Und weg ist er. Und die Chance. Nein, diesmal nicht. Was für ein Fehler. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Augen auf und ab nach vorne. Hector. Müller. Toni Kroos. Gut. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das andere. Der Gegner hatte heute nichts zu melden. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Sie sind in dieser Partie in Führung gegangen und am Ende haben sie das Ding knapp für sich entschieden. Und das war's für heute. Hansi Küpper und Marco Hagemann wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut und bis bald.